Willkommen bei Smartliste. In diesem Video besprechen wir den besten 3D-Beamer-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meiner persönlichen Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten 3D-Beamer-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Acer Nitro G550 DLP. Der Acer Nitro G550 3D-Projektor ist ein DLP-Projektor. Ähnlich wie viele andere Versionen aus unserem 3D-Projektor-Vergleich hat das Acer-Modell eine indigene Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Positiv ist, dass die optimale Auflösung 3840x2160 Pixel beträgt. Das bedeutet, dass der Projektor UHD-Signale empfangen kann. Beachten Sie jedoch, dass das Gadget das Material nicht in UHD-Auflösung anzeigen kann. Der Acer-Projektor ist in Schwarz und Rot gestaltet. Es hat ein Kontrastverhältnis von 10.001, eine Lichtstärke von 2200 Lumen und eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Seine Bildabmessung beträgt 0,71 bis 7,62 Meter. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Acer H6517 ST Kurzdistanz. Der 3D-Projektor Acer H6517 ST ist ein Kurzwurf-DLP-Projektor. Es bietet Ihnen eine hohe Helligkeit von 3000 Lumen und auch ein Kontrastverhältnis von 10.000. Erster, die native Auflösung beträgt 1920x1080 Pixel und die Bildschirmdiagonale beträgt bis zu 2 Metern. Wenn Sie 3D-Webinhalte mit dem Projektor genießen möchten, benötigen Sie eine DLP-kompatible 3D-Brille und auch ein 3D-fähiges Gadget. Der Inhalt kann über ein Wiedergabegerät schnell mit dem Acer H6517 ST 3D-Projektor integriert werden. Wir empfehlen die HDMI-Verbindung, die das Gadget hat. Optional ist es kein Problem, dass die Daten drahtlos übertragen werden können. Auf Platz 3 haben wir die ViewSonic BJT7720 HD. Der ViewSonic BJT7720 HD 3D-Projektor ist ein schwarzer DLP-Projektor. Es hat 0,8 bis 2x digitaler Zoom und 1,16 optischen Zoom. Seine Auflösung beträgt 1920x1080 Pixel. Seine Beleuchtung ist 3200 Lumen sowie sein Vergleichsanteil ist 22.000. Erster, das Gerät kann ein 30 bis 300 Zoll Bild vorhersagen. Das ViewSonic Design ist mit zahlreichen Links ausgestattet, wie zum Beispiel zwei Audioeingängen, einem Audioergebnis sowie zwei HDMI-Anschlüssen. Die HDMI-Anschlüsse bestehen aus einem HDMI-Eingang sowie einem HDMI-NHL-Anschluss. Sie können ein 3D-fähiges Wiedergabegadget über beide HDMI-Anschlüsse mit dem Projektor verknüpfen. Umzug auf Nummer 2 haben wir die BenQ TH681 Full HD. Der BenQ TH681 3D-Projektor ist ein DLP-Projektor. Es ist 10,4 Zoll hoch, 24,4 Zoll tief und auch 31,2 Zoll breit. Es kann ein Foto vorhersagen, das zwischen 1,14 und auch 7,62 Meter groß ist. Seine Helligkeit beträgt 3000 Lumen und seine indigene Auflösung ist 1920x1080 Pixel. Darüber hinaus hat die Version einen Kontrastanteil von 13.001 und eine aufrechte Eingangsregelmäßigkeit von bis zu 120 Hertz. Sie können das BenQ Gadget bequem mit einer Druckknopfsteuerung ausführen. Wie ein VGA-Kabel von sehen besteht es im Umfang des Versands. Darüber hinaus ist das Tool mit einem 10-Watt Lautsprecher und auch verschiedenen Verbindungen ausgestattet. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die BenQ TH683 Full HD. Der BenQ TH683 3D-Projektor ist ein DLP-Projektor, der in Weiß gefertigt ist und auch 2,75 kg wiegt. Es hat einen Vergleichsanteil von 10.001 und auch eine Beleuchtung von 3200 Lumen. Seine Auflösung beträgt 1920x1080 Pixel. Das Design ist mit zahlreichen Anschlüssen ausgestattet. Dazu gehören ein Audioeingang, ein Audioergebnis, ein VGA-Link sowie zwei HDMI-Anschlüsse. Der BenQ-Projektor ist ein weißer 3D-Full-HD-Projektor mit einer Beleuchtung von 3200 Lumen sowie einem Kontrast von 10.000. Erster, das Design ist mit einem 10-Watt-Lautsprecher, einer automatisierten Keystone-Korrektur. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video.
Bitte mag dieses Video teilen und vergesst